Komm her, kleine Blutfliege. So. Ich meine, die halten nicht viel aus, ne? Aber wenn sie mich treffen, dann ist es uncool. So, von denen können wir auch was sammeln, den Stachel. Aha. Das ist ja schön. Ich weiß gar nicht, ob wir Rasul zum Beweis dann diese Stachel bringen sollen. Ich glaube, ihm geht es nur darum, dass die Viecher endlich weg sind. So, noch ein paar. Speichern. Bei denen speichere ich jetzt durchweg hier, weil ich einfach denen nicht traue und die absolut nicht mag, die Viecher. Und hier sind ja Tausende. Sester und schon bin ich getroffen. Alter! Was? Was ist denn hier los? Was? Ja, ist ja gut. Alter. Was? 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 Ich bin überfordert. Was ist denn das? Gut, dass ich gespeichert habe. Eieieiei. Das sind ja überhaupt nicht viele, nein. Sag mal, hat der Typ ein Rad ab, oder was? Was ist das für eine Aktion? Also, wenn die Viecher nicht giftig wären, dann würde ich das ja wahrscheinlich noch hinkriegen. Aber ohne Gift, mit Gift meine ich dann mit Gift. Nein, wenn sie ihre Mitgift verteilen, dann habe ich keine Chance. So, was machen wir denn da? Können wir vielleicht bloß ein paar ranziehen, wenn wir hier schießen? Zack. Natürlich, die kommen alle auf einmal. Oh Gott. Ja, fliegen in Formation. Oh, wollte ich gar nicht. Kannst du auch bitte mal den Bogen spannen, irgendwie? Ich höre irgendwie nichts. So. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass bloß ein paar Mal vorbeikommen. Ich meine, so die Hälfte würde ich ja schon begrüßen. Da würde ich das vielleicht sogar hinkriegen. Nicht alle. Nicht alle. Ich will nur ein paar bekämpfen. So, der Rest bitte mal herkommen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Nein, nicht alle. Ein paar von euch können wieder gehen. Ich möchte nur ein paar von euch für die Challenge haben. Komm schon. So. Egal, scheiß drauf. Drauf auf die Viecher. So wie die da hängen. Der Kammerjäger kommt. So, zack. Ich sehe nichts. Hinter mir. Okay. So, wir haben das Quest schon geschafft. Blutjunge Blutfliegen, wunderbar. Noch kurz den hier ausgeschaltet. Okay. Dann würde ich sagen, essen. Wir müssen das Gift wegessen. Also durch Essen bekämpfen sozusagen. Ich warte mal kurz, bis das hier abgebaut ist. Und dann, gut, ich kann ja so lange schon mal derweil sammeln. Fand ich jetzt irgendwie lustig, alle auf einem Haufen und da einfach mal reinschnetzeln mit dem Schwert. Das hat mir gut gefallen. Sollte öfter so sein. Wenn die nicht so giftig wären, dann wäre das ja richtig spaßig, aber so. Okay, keine Ahnung, ob ich jetzt alle, nee, da ist noch eine. Alle ausgenommen habe, ist auch egal. Wir haben das Quest erfüllt. Ich mache die restlichen Blutfliegen hier oben trotzdem mal fertig, einfach der Vollständigkeit halber. Ich meine, wir kommen nie wieder hier hoch. Noch ein paar Erfahrungspunkte absacken, sacken und so. Absacken? Einsacken, absammeln, irgendwie so. Wie viele sind denn das noch? Okay, sind noch mal 5. Das kriegen wir hin. Denke ich doch. Ja. Komm. Komm. Gut. Sind zwar getroffen worden, aber was soll's. Wir werden es überleben, hoffe ich mal. So, zack. Die auch noch. Wunderbar. Und dann zurück. Lauf, lauf, lauf. Da können wir jetzt gleich 3 Quests auf einmal beenden. Einmal für Rasul, einmal für Mamuk und dann findet ihr heraus, wer der Gefangene ist. Rasul? Ach, hier vorne. Die Blutfliegen sind erledigt. Dann ist meine nächste Ernte gesichert. Hier, nimm ein Paket Sumpfkraut, Vater der Entspannung. Sehr gern, Vater der Großzügigkeit. Okay, wollen wir mal zum schlafenden Mamuk gehen und den Guten wecken. Aber erstmal Wasserfass. Erstmal Wasser fassen. Gut.
verflucht! Was willst du? Hier sind deine Lurker-Trophäen. Hey, hey, hey! Danke, Mann! Du hast es echt drauf, was? Jetzt sag mir, was du weißt. Was würdest du sagen, wenn ich den Namen gar nicht kenne? Dann mache ich dich tot! Dann würde ich gar nichts sagen. Dann würde ich dir sehr, sehr wehtun. War nur ein Scherz, Mann. Also pass auf. Der Gefangene ist einer der Wassermagier. Oh, really? Er ist ziemlich alt und sein Name ist Vatras. Tja, jetzt weißt du es. Warum nicht gleich so? Aber sei vorsichtig. Wenn Fabio das rauskriegt, sind wir beide dran. Ja, meine Freunde, dieser gefangene Wassermagier ist Vatras, der nach Gothic 2 theoretischerweise mit bei uns auf dem Schiff war, unter Umständen, wenn man es wollte. Und nun, ja, ist er irgendwie in die Hände der Assassinen geraten. Einen richtigen Schlüssel. Den brauchen wir tatsächlich. Welchen Teil von Nein hast du nicht verstanden? Okay, reden wir mal mit Fabio drüber. Also ich will ja keine Petze sein, aber hey, Mamuk hat's verraten, ne? Ich weiß, wer dein Gefangener ist. Ach ja. Und was glaubst du, wer er ist? Vatras, der Wassermagier. Na toll. Woher weißt du das? Ich find's schön. Es stand auf einer alten Steintafel. Haha, witzig. Los, verschwinde und mach dich irgendwie nützlich. Okay, haben wir das auch geklärt. Jetzt, wir haben noch keinen Stein hier gekriegt, ne? Das finde ich blöd. Ich brauche irgendwoher einen Teleportstein. Liegt der nicht zufällig bei Sibur in der Rad rum? Sibur, mein Freund! Ich bin der Meinung, dass der den hatte, aber hier liegt keiner. Schade! Tja, dann weiß ich jetzt gerade auch nicht, dann haben wir halt keinen. Wir werden uns aber mal mit dem Stein, den wir haben müssten für Benerei. Braga, Adea. Haben wir nicht einen für Benerei? Mir war so. Nein, haben wir nicht. Ach Mensch. Ich dachte, wir hatten von diesem einen Typen, den wir tot gemacht hatten, einen gekriegt. Okay, dann werden wir nach Benerei zurücklaufen. Wenn es sein muss. Nochmal kurz, nee, wir sagen Shakyo nicht hallo, weil ich mich dann erst umziehen müsste. Und mich dann erst wieder umziehen müsste, wenn ich in Benerei bin. Das lohnt jetzt nicht. Wir gehen jetzt einfach mal so rüber. Wir können später noch bei Shakyo vorbeischauen. Ach, ist er gleich um die Ecke. Ich soll mal nicht so rumheulen hier. So, heul mal nicht so rum, Alter. Ist da nicht so weit. Okay. Ach, wenn der Sprint wenigstens ein bisschen ausdauernder funktionieren würde. Aber leider ist das ja nicht der Fall. Gut. Sind wir denn schon in der Nähe von Benerei? Ich gehe mal hier lang. Ich habe keine Lust auf jetzt irgendwie Schakale töten und so. Was? Was er nicht sagt. Okay. Da ist Benerei. Genau da wollte ich hin. We're back. So, die Heilwurzel. Ach komm, scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Apropos Wurzeln, ich muss Steinwurzeln sammeln, wenn wir mal wieder irgendwann in Mirtana sind. Und bin ich irgendwie falsch abgebogen? Nee, das sieht so komisch aus hier. Ich muss Steinwurzeln sammeln und dann noch dem einen Druiden, ich glaube Ton war das, vorbeibringen oder Porgan, ach was weiß ich. So, wir sind wieder da. Ich bin wieder hier, in meinem Revier. War nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt. Sancho, bin wieder da. Ich war an Lago beim Stollen. Sind die Sklaven noch da? Nein. Lago wurde von Nomaden überfallen und die Sklaven sind weg. Bei Belias zornigem Atem. Jetzt reicht's mir aber langsam. Untote in Bensala, Nomaden in Lago. Anscheinend ist die ganze Welt verrückt geworden. Für diese Nachricht sollte ich dir eigentlich gar nichts zahlen. Aber natürlich bekommst du deinen Lohn. Sehr schön, dankeschön. Untote in Bensala? Du hast noch nichts von den auferstandenen Leichen gehört? Nichts von den Rastlosen und Verfluchten? Lass dich davon nicht ablenken. Hier gibt es für dich mehr als genug zu tun. Bleibe einfach hier und halte dich fern von Bensala. Nein, das wird mir wohl leider nicht möglich sein. Ich muss durch Bensala durch. Was hast du jetzt vor? Na was wohl. Wir besetzen den Stollen wieder. Du hast doch nach Arbeit geschrien. Geh zu Vasco. Er soll dir ein paar Sklaven freistellen. Aber nicht gerade die besten.
Okay, Quest spricht mit Vasco, da fällt mir gerade ein. Wir haben noch das Quest gekriegt, uns bei Typen zu melden hier, ne? Ein Job für Sancho, genau. Was soll ich denn damit machen? Ich bin jetzt schon 1000 Mal bei Sancho gewesen. Der hat keine Gesprächsoptionen dafür. Sag mal, Typ, das hast du dir irgendwie komisch ausgedacht hier. Halt! Keinen Schritt weiter! So, du hast dich also nützlich gemacht. Ah, okay. Dann mach weiter so. Wenn du Training brauchst, lerne von mir. Und erledige noch weitere Jobs. Vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Dann hat sich das ja so gerade geklärt. Und wir können endlich was lernen bei Namatas. Willst du mich im Kampf unterrichten? Mit diesem Mann möchte ich mich nicht anlegen. Und dieser Mann beherrscht etwas, was ich unbedingt können möchte. Dazu bist du noch nicht bereit. Nein! Wir brauchen immer noch Jagdgeschick. Ich werde bescheuert. Das ist doch nicht dein Ernst. Na, jetzt haben wir ja aber auch keinen Jäger in der Nähe, ne? Dann müsste ich erst nach Braga zurück und von Diego lernen. Da habe ich aber auch keinen Bock drauf. Gut, dann heben wir uns das erstmal auf und müssen das halt später machen. Okay, wir sollen jetzt Sklaven rüberbringen. Wo ist denn der ausgezehrte Sklave? Die heißen ja alle Müdersklave und einer heißt Ausgezehrter. Ja, besser. Sollten wir nicht? Moment, habe ich jetzt irgendwie nicht gerade... Sprich mit Vasco? Hatte ich... Ja. Hä? Geht... Ach so, ich bin bescheuert. Ja, Vasco ist ja nicht Sancho. Die heißen alle gleich hier. Ist doch schlimm. Nein, nicht das. Du sollst hüpfen. Ha! 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 Gut, dass ich es gerade so aus Versehen mitgekriegt habe. Gehen wir mal gleich hier durch. Wir haben einen Druidenstein, einen Teleportstein endlich dafür. So, Vasco, mein Freund. Sancho schickt mich. Ich soll ein paar Sklaven nach Lago bringen. Nach Lago also. Und hier darf die Ausbeute natürlich nicht weniger werden. Na schön, pass auf. Schnapp dir den Ausgezehrten. Ihn und seine Kollegen können wir entbehren. Ach, und noch eine Sache. Wenn du schon mal in Lago bist, dann bring mir doch ein Paket Sumpfkraut mit. Ich zahle dir auch einen guten Preis dafür. Ja, die Typen, die sitzen ja eh bloß rum und faulenzen. Okay, hier ist dein Sumpfkrautpaket. Hier ist dein Sumpfkrautpaket. Sehr gut, Vater der Hilfe. Dann will ich mich mal erkenntlich zeigen. Nun, das hat mich wieder einiges gekostet. Ich frage mich... Was? Nun, ich arbeite schon ziemlich lange für Sancho. Klar, er kümmert sich um den Tribut für Zubel. Aber glaub mir, es bleibt genug für ihn selbst übrig. Worauf willst du hinaus? Nun, ich könnte dich mit einer stattlichen Summe Gold zum Sklavenhändler nach Braga schicken. Und? Natürlich tun wir nur so, als ob. Und unterwegs wirst du leider von Nomaden überfallen werden. Wenn du das Sancho erzählst, kriegst du 500 Goldstücke von mir. Bist du sicher, dass er mir das abnimmt? Wenn ich mir nicht sicher wäre, würde ich es dir nicht anbieten. Überleg es dir. Eine kleine Lüge bei Sancho und wir sind im Geschäft. Was, du Potzau? Nein, das werden wir nicht tun. Ich werde Sancho verpfeifen. Quatsch, Sancho, Vasco werde ich verpfeifen. Ganz einfach, weil wir das Gold gerade nicht brauchen. Ich meine, was will ich mit 500 Gold? Braucht keine Sau. Und andererseits kriegen wir dafür Rufpunkte und das ist mir wichtiger. So. Ich soll... Nein, wir machen das. Vasco hat mir ein windiges Geschäft angeboten. Was? Erzähl es mir, schnell! Nun, er wollte dich um eine stattliche Summe Gold betrügen. Da kenne ich ihn schon so lange und habe ihn immer gut bezahlt. Warum tut er mir das an? Aber das werde ich ihm nicht durchgehen lassen. Jedes einzelne Goldstück werde ich ihm vom Lohn abziehen. Was dich betrifft, ich bin sehr zufrieden mit dir. Okay, 200 Gold erhalten. Na toll, das ist ja auch super. Wir kriegen nichts dafür an Ruf, das ist ja bescheuert. Okay, nochmal mit Vasco reden. Der freut sich bestimmt ganz doll, dass wir ihn verpfiffen haben. Du hast mich verraten, du mieser Hund. Du lässt mich schlecht aussehen. Ich sag dir was. Ja? Was denn? Ja, gar nichts. Ja, mit uns anlegen willst du dich nicht, Vasco. Glaub mir, das willst du nicht. Okay, dann gehen wir mal ab, schnappen uns den ausgezehrten Sklaven und gehen dann hier von hier weg. Ja, hätte es sich natürlich doch gelohnt, den Sancho hier ein bisschen zu betrügen.
Aber wir sind mal so ehrlich, wir sind mal so eine Petze. Und jetzt ab.